Wenn Pegida-Redner auftreten, tun sie dies meist mit Schaum vor dem Mund. Ihre hetzerischen Reden bei Veranstaltungen der islam- und fremdenfeindlichen Bewegung sind berüchtigt, die Demonstrationen häufig durchdrungen von martialischen Parolen. Doch Rassisten sind die Mehrheit der Pegida-Anhänger offenbar nicht. Das zumindest behauptet der Dresdner Politologe Werner J. Patzelt. Unter Pegida-Anhängern wächst zwar die Ablehnung gegenüber Zuwanderung, Islam und politischen sowie medialen Eliten, sagt der Professor, doch Rassisten, Extremisten oder Feinde der Demokratie seien Pegida-Anhänger mehrheitlich nie gewesen und auch nicht geworden. Der Wissenschaftler geht in seiner neuen Studie auf die Veränderungen in den Einstellungen der Dresdner Pegida-Anhänger ein. Patzelt gilt als Experte zum Thema Pegida, ist allerdings nicht unumstritten. Ihm wird zu große Nähe zur Bewegung vorgeworfen.